hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Ihr seid schon mal hier gewesen. Lemuria, Atlantis und Ägypten. Der neuntdimensionale arcturianische Rat durch Daniel Scranton. Am 26. Mai 2022. Übersetzt von Wolfgang. Seid gegrüßt, wir sind der arcturianische Rat. Wir freuen uns, mit euch allen in Kontakt zu treten. Wir bieten euch jetzt Energien in höheren Schwingungen an, weil wir bei den erwachten Menschen die Fähigkeit festgestellt haben, mit Energien in höheren Schwingungen umzugehen. Und wenn ihr diese Fähigkeit zeigt, verstärken wir die Frequenz und schicken eine neue Ladung, um zu sehen, wie ihr damit umgeht. Ihr seid ziemlich gut darin geworden, zu bemerken, wenn höhere Energien auf euch einströmen, und die meisten von euch konnten sich darauf einstellen, sie zu empfangen und sich an sie zu gewöhnen. Wir wissen, dass wir das oft sagen, aber es lohnt sich, es zu wiederholen. Ihr müsst hydriert, in eurem Körper geerdet und präsent sein. Dann könnt ihr mit den neuen Energien umgehen, die auf euch einströmen. Und ihr könnt sogar mehr tun, als sie nur zu verarbeiten. Ihr könnt mit ihnen arbeiten. Ihr könnt mit ihnen co-kreieren. Ihr könnt mit ihnen mehr von euren Gaben und Fähigkeiten nutzen, denn dafür sind sie ja da. Es gibt gewisse Nebenwirkungen, wenn ihr Energien mit höheren Schwingungen empfangt, besonders für diejenigen, die nicht so gut auf sich selbst aufgepasst haben. Aber diese Menschen profitieren von den Nebenwirkungen, weil sie dann eher bereit sind, ihr Leben so zu verändern, dass sie bessere Kanäle für höher schwingende Energien sind. Darum geht es bei der Bewusstseinsveränderung wirklich. Es geht darum, Gedanken, Gefühle und Bewusstsein in höheren Schwingungen zu halten und Zugang zu höher schwingenden Überzeugungen, Informationen, Ideen und sogar Erinnerungen zu bekommen. Ihr seid diesen Weg schon einmal gegangen, auch wenn ihr es in Lemuria, Atlantis oder Ägypten nicht ganz geschafft habt. Und jetzt seid ihr hier und habt Zugang zu so viel mehr als der normale Mensch und das zu einer Zeit, in der sich die Menschheit wandelt. Ihr könnt mit diesen Energien so schnell vorankommen, wie ihr wollt, aber es ist gut, darauf vorbereitet zu sein und es ist immer eine gute Idee, sich körperlich und seelisch um sich selbst zu kümmern. Es ist immer gut, gereinigt zu sein und damit in der Lage, höher schwingende Dinge zu empfangen. Eure Zellen können Nährstoffe und Mineralien viel besser aufnehmen, wenn sie nicht mit Giftstoffen gefüllt sind. Und ihr könnt höher schwingende Energien viel besser empfangen, wenn ihr nicht einen Haufen niedrig schwingender Energien mit euch herumtragt. Wenn ihr also eure Chakren und Organe reinigt, seid ihr bereit für das, was jetzt kommt. Wie ihr wisst, fordern wir euch von Zeit zu Zeit auf, eine Führungsrolle auf der Erde zu übernehmen und am besten geht ihr mit gutem Beispiel voran. Lebt ein gesundes, glückliches, kreatives Leben, das von Liebe und Frieden erfüllt ist und andere werden wissen wollen, was euer Geheimnis ist. Vieles von dem, was wir lehren, ist inzwischen Allgemeinwissen und gesunder Menschenverstand. Die meisten Menschen wissen, wie wichtig es ist, viel zu trinken, sich gesund zu ernähren, seine Gefühle zu verarbeiten und darüber zu sprechen, aber nicht jeder weiß, wie wichtig es ist, präsent und geerdet zu sein. Und wenn ihr all das zusammen habt, seid ihr wie ein Blitzableiter für Energien mit höheren Schwingungen. Und was ihr mit diesen Energien machen könnt, was ihr mit ihnen erschaffen könnt, übersteigt eure kühnsten Vorstellungen. Deshalb ist es auch wichtig, mit dem Fluss der Energien mitzugehen, denn sie werden euch dorthin führen, wo ihr noch nie gewesen seid. Und wenn ihr dort ankommt, wird es euch gefallen. Es wird euch sehr gut gefallen. Wir sind der arcturianische Rat
und wir haben es genossen, uns mit euch zu verbinden. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.